So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic und wir laden mal den letzten Spielstand. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade so vorhatte. Bin mir aber recht sicher, es gibt Geldprobleme, wie immer. Naja, wir werden sehen. Oh doch, jetzt fällt mir irgendwas ein. Ich glaube, eine Kohlemine wollte ich bauen, hatte ich gebaut, Verarbeitung, irgendwie sowas kommt mir gerade in den Sinn. Dafür hatte ich, glaube, sogar mal mir einen Bus angelegt. Ja. War das hier? Kohlemine. Gebäude ist ohne Strom. Ah, wir haben auch verdammt wenig Geld. Und wir haben Pause. Okay, die Transportbänder gehen hier auf jeden Fall durch. LKW beladen. Das Rohstoffspeicher wäre hier. Ohne Strom. Hier brauche ich auch Strom. Okay, ich lass mal laufen. Umspannwerk. Hier geht auf jeden Fall eine Stromleitung entlang, die auch nicht komplett angeschlossen ist. Okay, dann werden wir mal Mittelspannung. Ich glaube, hier hatte ich nur so ein kleines gemacht. So. Jetzt sollte Strom anliegen. Keine Arbeiter. Ach, gucken wir mal. Hier geht die Straße entlang. Und von hier sollten dann Leute mit dem Bus, glaube ich, runterfahren. Muss ich mal ab. Warten, wenn hier ein Bus kommt. Hier kommt ein Bus. Da ist aktuell niemand drin. Da, Feuer gelöscht. Für was hab ich euch hier? Achso, das war das Holz. Okay, Holz, Holz, Holz. Kipper mit Kies. Da. Gebäude ohne Strom. Was wird hier eigentlich gebaut? Depot für Straßenfahrzeuge. Ich baue aktuell für Rubel. Rubel haben wir. Der Kipper transportiert. Was transportiert er? Nichts. Holt er was? Ich bin verwirrt. Oh Gott. So, Scheiße.
Gut. Ist jetzt der Bus angekommen? Arbeiten jetzt hier welche? Nein. Warum auch? Da kommt der Bus. Keine Leute drin. Läuft nicht ganz so optimal. Ah, 220 Leute könnte ich reinpacken, verdammt. Komm, dann bauen wir ein Wohngebäude. Fünfundzwanzigtausend. Bis ich das Geld mal drin hab. Hopp, hopp, hopp. Na, das hat doch gerade. So. Straße. Machen wir auch noch so eine Schrottstraße hin? So. Zurück Fußwege. Ihr geht jetzt dahinter, sehr schön. Damit rollt die erste Kohle an. Wow, unser Geld ist massiv runtergegangen. Dann schauen wir mal. Hier kommt noch nichts an. Wir brauchen eh noch eine Stromversorgung hier hinten. Vom Spannwerk, wir sind auf Rubel. Passt. Hier gibt es keinen Strom. Aber hier oben. Verdammt, wird das teuer. Sechstausend, boah. Komm. Das machen wir noch nicht. Mittelspannungsschalter. Wird mir Platz sparen. Gott, Gott, oh Gott. Kein Geld. Oh Gott, überhaupt kein Geld. Und ich muss sehen, wo es noch Geld gibt bei uns.
Hier sieht nichts nach Industrie aus. NATO-Grenze. Alles ruhig hier. Da, 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 da. Cousin. Hier ist auch noch nichts. Da, 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 da. Okay, jetzt kommt etwas Geld rein. Hier laufen die LKWs, dann ist hier meine Pflanzenproduktion. Wachstum, Wachstum. Hier könnten wir wohl ein LKW mehr gebrauchen. Na gut, es wird sich schon irgendwann einpendeln. 18.000, okay, wir bekommen langsam Geld wieder rein. Hier fährt ein Zug, der echt nicht viel Geld bringt. Ja, beschissene Kies. 6 Arbeiter. Feuerwache. Kirche, Kultur. So, was war hier? Nahrungsmittelproduktion. Pflanzen, Stoff, Essen. Ja, arbeiten echt nicht viele Leute, verdammt. Komm, wir holen uns ein paar Arbeiter aus Nachbarländern. Zu Fuß erreichbar. Bla bla bla. Hier, der Kornspeicher ist leer. Hier wird es wahrscheinlich auch nicht viel besser, doch. So, was haben wir hier? Hier ist meine Ölindustrie. Mal schauen. Öl, Öl, Öl. Hier ist der Zug. Okay. Da, da,
Da, da, da, da, da. Noch 30 Tonnen drin. So. Der bringt echt gutes Geld hier in unsere Kassen. Und auch noch ein bisschen was. Was haben wir hier? Das war meine Universität, genau. Ingenieurswesen, Halbleiter. Gehen wir halt da in die Forschung. Das war Cola. Hier ist ein bisschen drin. Und hier 8 Tonnen. Da fehlen mit Sicherheit wieder die Arbeiter. 5 von 220. Okay. 2 von 220. Naja. So, dann schauen wir mal hier Bitumen und Treibstoff an. Bitumen und Öl. Treibstoff ja, Bitumen nein. Warum kein Bitumen gerade produziert wird, weiß ich nicht. Tonnen pro Tag. Achso, beladen wir gerade mit Bitumen, dass deshalb nichts mehr wird. Das kann sein. Wird das wohl direkt durchgepumpt hier? So, das geht hier rein, das geht hier rein, das geht hier raus. Drüben. Na komm, seid ihr bald voll? Ich würde sagen, fahr einfach mal los. Ich brauche Geld. Diese Station laden. Kollege, fahr los hier. Zu dieser halte ich. Endlich fährt er los. Endlich fährt er los. So, wird jetzt Bitumen mehr? Nein. Was stimmt mit der Förderung hier nicht?
lagern, exportieren. Treibstoff. Verdammt. Öl ist voll, der Tank. Scheiße. Hier schauen. Pipeline. Kann ich noch eine hier anschließen? Nein. Mist, Mist, Mist. Gut. Beenden wir erstmal diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, warum es nicht klappen möchte. Angeschlossen ist doch alles. Na egal. Tschüss, ciao, bye bye.